Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Sim 2, denn ich spiele das. Wir werden heute ein wenig Güterzug fahren, und zwar nennt sich das Szenario Treibstoffwechsel. Willkommen in Laufach. Ein ankommender Zug mit einer großen Ladung Flugbenzin soll mit einer Schublokomotive am hinteren Ende verkoppelt werden. Ja, ihr hört es, wir werden ein wenig hier an der Spessartrampe fahren, beziehungsweise laufen Sie den Bahnsteig entlang, um den Vorgang zu beobachten. Dann steigen Sie in die Lokomotive an der Spitze, um sie zu übernehmen und den Zug bis nach Lohr zu fahren. Ja. Und wenn wir das tun. Warten Sie auf die Ankopplung der Schublokomotive. So. Schöne Gegend hier. Was passiert jetzt? Na, wir sollen warten. Steht ja da. Da müsste jetzt gleich eine Lok davon da vorne kommen und sich dem Zug hier anschließen. Von hinten als Schublokomotive. Logischerweise. Mal gespannt. Pfeffer. So was nennt man dann wohl virtuelles Spotten. So, macht jetzt einen hübschen Gleiswechsel, kommt dann auf diesen Zug hier zu. Dürfte sich jetzt nur noch um Minuten handeln. Nein, das tun wir nicht. Ganz schlechtes Vorbild. Na komm. Ja, da kommt sie doch, geht doch. Virtuelles Spotten.
Schaut euch das an. Patsch. Wunderbar, begeben Sie sich zur vorderen Lokomotive. Ja, das werden wir mal tun. Ja, mal ein wenig rennen hier. Ist das nur virtuell und nicht real? Das hat eine Lauferei. Noch durch die Büsche hier. Oh. Hallo Kollege, schön, dass du schon da bist. So. Schalten Sie das Funkkontrollsystem auf an. Zack. Lösen Sie die Bremsen und fahren Sie los. Ah, immer mit der Uhr. Ich lass mal. So, jetzt aber. Auf geht's. Heigenbrücken 6,8 Kilometer. Schauen wir ganz kurz in den Ablauf. Eigenbrücken, Fahrzeuge abkuppeln, hintere Lokomotive, Laufbahn auf Anhalt, sichern Sie den Zug, Fahrzeuge abkuppeln, Fahrt abgeschlossen. Ah ja.
wunderschön. Wunderschön. Auch mit dem Schnee da unten an den Skibahnen. Wunderbar. Meint ihr, darf es wagen, ein wenig aufzuschalten oder ich dann wieder was schlopfen? Screenshot zu finden ist manchmal nicht einfach bei Spielen.
2,1% steigen. Ich glaube nicht, dass wir heute noch die 50 km/h erreichen werden. Thank you.
wusste ich nicht über das rote Signal, aber das ist jetzt wieder so eine Sache. Komm, schaffst du. Ach. Gut. Anhalten. So. Gute Arbeit, Heigenbrücken ist der Umkehrbahnhof. Gehen Sie nach hinten und koppeln Sie die Schublokomotive vom Zug ab. Na bravo, wieder Lautscherei. Nur 412 Meter. Ach man. Wird es auch noch. Erstmal bestelle ich mir ein Taxi, damit von der einen Seite zur nächsten Seite fahren. Ich glaube, wenn ich dem das erzähle, taut mir sein Kaffee am Kopf. Ah, hier sollte man vorsichtig sein. Stolpern wir noch. Der Schwede, ist das eine Latscherei. So, jetzt fahren wir 16 Kilometer nach Lorbahnhof.
Mann, oh Mann. Schaut mal, einen Kilometer bin ich schon gelaufen. Da seht ihr mal, was das für eine Entfernung ist. 1 Kilometer. Ich schwöre dir, das nächste Mal läufst du. So, wir lösen die Bremsen. Schalten auf. Ach komm. Also bitte. So, logischerweise müsste jetzt die Schublokomotive stehen bleiben bzw. wieder zurückfahren, um weitere Aufträge anzunehmen. Thank you.
nicht die Anzeige da oben los? Sie werden Kilometer denn jetzt mehr? Jetzt falsch. Wenn sie wieder weniger Chancen wird, verpackt bis zum Gegner. Komm, springt um auf 120. Komisch, dass auch mit drin das Sound abnimmt von der Bahn. Komisch. Doch mal ein bisschen runterbremsen hier. Gar nicht so verkehrt.
kann sie mehr. Ich muss sie noch. Nicht stehen bleiben. Wenn du mit 12 km/h denkst, ist mir egal. Hauptsache, ich jag nicht über das rote Signal. Wunderbar, klasse. Stellen Sie den Richtungswender auf neutral und die Parkbremse auf ein. Parkbremse auf ein.
Einige dieser Güter sind für die örtliche Industrie bestimmt. Gehen Sie nach hinten und koppeln Sie die letzten 5 Kesselwagen ab. Und denn? Ich wusste, dass wir noch nicht fertig sind. Dann werden wir das mal tun. Deine Hilfe kann ich ja nicht zählen, oder Kollege? Red ich mal. So, die letzten 5. So, wie soll das sein, richtig? Wechseln Sie mit dem vorderen Lokführer, um diese Arbeit zu beenden. Gut.